Das ist eine Riesensache und ich sag mal, das, was eben damals vor anderthalb Jahren schon war und jetzt wiederholt wird, was der Carsten jetzt sozusagen initiiert hat und dass dann solche Leute wie Sportfreunde Stiller kommen oder auch Rudi Völler, der ja, mit dem ich wie gesagt nie zusammengespielt habe, aber wir haben immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt, die haben ja oft gegeneinander gespielt und er ist ja auch sehr sozial eingestellt und deswegen ist das ganz toll, wer da alles kommt, oder auch Peter Nowak, Jens Dove, alle ehemaligen Mitspieler von mir sind ja mehr oder weniger auch dabei. Sie sagen natürlich, man freut sich, dass man sich wieder mal sieht. Der Anlass ist natürlich nicht gerade der schönste, aber trotz allem, man sieht, dass die Löwenfamilie dann trotzdem zusammenhält. Wenn ich Herrn Rudi Völler sehe, dass der sagt, obwohl er nicht mehr spielen kann, aber kommen tue ich auf alle Fälle und ohne Diskussion, dann sieht man, dass er nicht vergessen hat, wo er hergekommen ist. Hier geht es jetzt nicht um einen Fußballer, der irgendwie das Geld verprasst hat, sondern es geht einfach um einen Menschen, der eine Krankheit hat, wo es kein Medikament gibt im Moment. Und deswegen machen wir das und das machen wir alle gerne. Wenn ein Mehmet Scholl sagt, du Carsten, ich habe in meinem Leben so viel Glück gehabt, da kann ich ihm doch diese Summe spenden. Also da kann ich bloß einen Hut ziehen. Ich hoffe einfach, dass es irgendwo eine Möglichkeit gibt oder ihm hilft, mit diesem Benefizspiel nochmal, dass er an der Berliner Charité, dass die da diese Studie anfangen und endlich etwas finden, dass es mit ihm wieder bergauf geht.